Manchmal sind wir richtige Vollpfosten. Jeder von uns. Meistens völlig ungewollt. Das Problem ist, wir sind uns nicht immer darüber bewusst, wie wir uns gerade verhalten. Vor allem dann, wenn wir gerade nur unser Ziel vor Augen haben und dadurch ganz leicht mal die Bedürfnisse und die Gefühle von anderen Menschen übersehen. Wie gelingt es also, besser miteinander umzugehen? Sei ehrlich mit dir und hinterfrage dein Verhalten kritisch. Und dafür hilft besonders gut die Frage, wie würde es denn mir gehen, wenn mich jemand so behandelt? Übernimm also ganz bewusst mal die Perspektive deines Gegenübers und übernimm für dein Handeln und für deine Worte die Verantwortung. Lerne Konflikte auszuhalten. Versuche nicht vor unangenehmen Situationen zu fliehen, sondern nimm sie an und sieh sie als Entwicklungsmöglichkeit an. Für dich, aber auch für dein Gegenüber, um mit solchen Situationen oder auch mit solchen Themen besser umgehen zu können. Stehe zu deinen Fehlern. Es ist völlig okay, etwas falsch gemacht zu haben oder vergessen zu haben oder nicht zu können oder auch nicht zu wissen. Statt sich rauszureden, ist es viel besser, einfach mal zu sagen, so ist es. Tut mir leid, entschuldige bitte, kannst du mir helfen? Am leichtesten klappt es, kein Vollpfosten zu sein, wenn wir uns einfach mal bewusst vornehmen, nett zu den anderen Menschen zu sein. Und dabei sind es schon die kleinen Gesten, die oftmals eine große Wirkung haben. Es geht damit los, die anderen Menschen überhaupt erstmal wahrzunehmen, sie anzuschauen, Danke zu sagen, einen Sitzplatz anzubieten, die Tür aufzuhalten und so weiter. Und all diese Dinge, die kosten kein Geld, die kosten keine extra Zeit. Wir müssen nur ein bisschen Aufmerksamkeit investieren. Das Miteinander wird sehr viel besser, wenn wir öfter dazu bereit sind, einfach mal Dinge zu tun, von denen wir selber gar nichts haben. Und dafür gibt es jeden Tag ganz viele Möglichkeiten. Eigentlich ist es nämlich gar nicht so schwer, kein Vollpfosten zu sein. Viel Spaß dabei! Du willst jede Woche neue Themen zum gesunden Miteinander? Dann unterstütze uns und abonniere kostenlos diesen Kanal. Aktiviere auch die kleine Glocke, so verpasst du kein neues Video auf diesem Kanal. Wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben hier und hier findest du weitere spannende Themen. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann lass uns einfach unten einen Kommentar da. Ich bin jetzt raus hier, bis nächste Woche, dein René.